Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wehner. Es ist die 59. Folge von Lauer und Wehner und wir sind ein Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation und wir sind immer stets bemüht, erst die Fakten aufzuzählen und dann unsere Meinung kundzutun. Manchmal sind die Fakten aber auch schnell erzählt und dann haben wir mehr Zeit für Meinungen. Ulrich, ich habe mal geguckt. Es sind jetzt 105.419 Wochen seit der Geburt von Jesus Christus. Schon. Und 10 Wochen oder so seit Corona-Epidemie. Jedenfalls podcasten wir nicht mehr zusammen seit schon einer längeren Zeit. Zusammen im Sinne von physically. Ja. Together. Physically, socially, physically distancing. Da redet ja heutzutage auch niemand mehr drüber. Liebe Hörerinnen und Hörer, am anderen Ende der Leitung sitzt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner, mit dem ich jetzt schon zusammen seit 2 Jahren podcaste. Ulrich, das fällt mir jetzt gerade auf. Es ist tatsächlich unser zweijähriges Podcast-Jubiläum. Ja, bevor wir das jetzt gebührend feiern, stelle ich kurz vor den Historiker und Publizisten Christopher Lauer. Das bin ich. Am anderen Mikrofon, am anderen Aufnahmeplatz unseres dezentralen Studios. Studio, ja. Die Reizreaktion läuft, funktioniert. Und das machen wir in der Tat schon seit... Seit dem 7.5. Seit mehr als 2 Jahren, Ulrich. 7.5.2018 war unsere erste gemeinsame Lauer-Informiert-Folge, damals zum Thema 219a. Ja, STGB. Und wir haben über den Rechtsstaat geredet. Das kriege ich jetzt aber nicht mehr zusammen, worüber wir da geredet haben. Und wir haben aber über das sogenannte Gastrecht gesprochen, auch ja. Noch. Das war ein Spezialfall des Seekriegsrechts. Ja, das ist eine sehr schöne, wenn das Schiff kaputt ist, auch mindestens neutrale, wenn nicht gar feindliche, aber neutrale Häfen sind dann dazu verpflichtet, Häfen dich anlegen zu lassen. Da das Tor aufmachen, ja. Ja, und in der frühen, so eine unserer großen Entdeckungen oder die erste unserer zahlreichen großen Entdeckungen war ja auch seinerzeit die zumutbare Opfergrenze. Genau, die zumutbare Opfergrenze. Das ist bestimmt den Moment, wie sich eine Gruppe gebildeter und erfahrener Männer ausgedacht hat, hat man das genommen, um ja den Moment zu bestimmen, unterhalb dessen bei Unterschreiten der zumutbaren Opfergrenze ein Schwangerschaftsabbruch nicht möglich ist, wenn die zumutbare Opfergrenze überschritten ist, wie wir damals erstaunt festgestellt haben, dann kann das gehen. Ja. Ja. So viel in 2 Jahren. Ja, ganz schön. Eine gute Gelegenheit auch noch. Wir müssen uns gleich wieder ein bisschen straffen, in Bahnen lenken, wo wir aber schon bei Jubiläen sind. Am heutigen 25. Mai muss man erinnern an den 23. Mai, den vergangenen, vorgestern, nämlich der Tag der Verabschiedung des Grundgesetzes. Ja, das ist super. Das ist super. Das ist alles 24. Mai in Kraft getreten. Also gestern vor... Jetzt muss man rechnen. Vor 71 Jahren. Crazy shit. So, ja. Ulrich. Was ich gerne mit den Vätern und den zwei Frauen, die noch am Grundgesetz gearbeitet haben, die würde ich gerne einladen in einer kleinen Zeitmaschine, dass die mal auf so einer sogenannten Hygienedemo diesen komplett geisteskranken Menschen erklären, wie das mit dem Widerstandsrecht gemeint war. Ja, da würde ich mir eine Fahrkarte kaufen, um das anzugucken. Ja, für die Zeitmaschine eine Fahrkarte. Ja, palim palim. Ja, palim palim.
Ja, das war, also das wäre auch, als du gerade diese 10 Wochen seit Corona und eine bestimmte vierstellige Zahl von Wochen. 105.419. Oh, ja, vierstellige Zahl ist also eine hohe Zahl, eine sechsstellige Zahl von Wochen seit der Geburt Jesu. Das hätte dann auch in anderen Kreisen, hätte diese Zahlenlogik dann dazu geführt, dass 666 bei rauskommt und man daran sieht, dass Corona nicht echt ist. Ja, und Lauer und Wehner, wenn man das richtig umstellt, kommt ja auch Heil Satan raus. Und wir sind ja in Kennerinnenkreisen auch bekannt als Deutschlands bester Podcast für Okkultismus. Oh ja. Ulrich und Volksmusik. Okkultismus und Volksmusik. Ulrich, bevor das jetzt hier noch zu ausgelassen wird, gibt es ein traditionelles Installment bei Lauer und Wehner, wo du erklärst, was wir beim Podcast eigentlich, was machen wir eigentlich? Ganz kurz, ja. Ich habe gesagt, zur Bewältigung der Gesamtsituation. Damit hast du schon einen sehr wichtigen Aspekt genannt und wir sind der Podcast für Gegenwartsbewältigung tatsächlich. Die Vergangenheitsbewältigung versuchen wir gleich mitzuleisten. Gegenwartsbewältigung ist eine Methode, eigentlich die einzige Methode, sich in dem aktuellen und immerwährenden Wahnsinn der Gegenwart zurechtzufinden. Das tut man durch freie Assoziation und durch kommunikativen Austausch. Das ist die einzige Möglichkeit, mit der man diesen Wahnsinn einigermaßen bewältigen kann. Alle anderen Möglichkeiten, alle anderen bislang bekannten Möglichkeiten, muss man gnädigerweise dazu sagen, führen ins Verderben hinein. Das sind dann nicht mehr beherrschbare Triebabfuhren, die es gibt. Dann steht man vom Hauptbahnhof und ruft Ausländer Angela, raus. Oder Angela Merkel muss zurücktreten. Man steht vom Brandenburger Tor und sagt, Corona ist eine einzige Lüge. Und Bill Gates will mir einen Chip einsetzen. Impfpflicht demonstriert gegen Impfpflicht. Das passiert, wenn man nicht die Methode der konstruktiven, diskursiven Gegenwartsbewältigung einschlägt. Und da möchten wir einen Beitrag zu leisten. Wir sagen nicht, dass nur wir das können. So vermessen sind wir nicht. Aber wir sagen, es ist der gedankliche Austausch, die Verfertigung des Gedankens beim Sprechen, das geeignete Mittel, die Gegenwart zu bewältigen. Wenn man sich das anguckt, du hattest vorhin schon auf die Trennung zwischen Tatsachen und Meinung und Wertung hingewiesen. Wenn man sich das anguckt, sieht man manche Dinge, da muss man sich gar nicht groß aufregen. Da reicht es, wenn man sich einfach die Tatsachen anguckt und dann sagt man, ja, merkst du selber? Merkst du selber. Andere Sachen, da muss man sich erst einmal schon die Tatsachen vergegenwärtigen. Und dann kann man sich aufregen. Wir haben mal diese Methode, diese Untermethode des faktenbasierten Aufregens praktiziert. Und dann gibt es zugegebenermaßen Sachen, da muss man sofort, kann und muss man sofort in die Wertung einsteigen. Ja. Die regen einen aber auch nicht so stark auf. Das ist dann einfach eine Abreaktion. Das bewertet sich von selbst. Sind wir nach neuesten Methoden. Nach neuesten wissenschaftlichen Methoden, mindestens genauso wissenschaftlich, da kommen wir nachher noch drauf, wie die sogenannten Wirtschaftswissenschaften. Das kriegen wir hin. Mein Pendel zumindest liegt bereit. Die Wissenschaften, ja. die wie vielfach ja inzwischen gefordert, sollen die Wissenschaften ja, die sollen ein bisschen eindeutiger, die sollen zu Potte kommen und ihre Erkenntnismitteilungen nicht dauernd ändern. Also das ist ja unerhört, ne? Ich finde ja. auch, ich Passieren finde auch, auch lustiges man sollte, aktuell. Man sollte, ja. Es ist, kann alles, sich mal es ist entscheiden, alles da. Es ist alles schon auch als denkender Mensch ist es schon auch schwierig in diesen Zeiten. Aber wie wir hier in diesem Installment immer versuchen klarzumachen, wollen wir
eben ein Podcast sein, der bei der Bewältigung des Alltags und seiner Widrigkeiten ein bisschen hilft. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn auch unterstützen. Wie steht auf der Webseite? Hört euch das bitte nicht nur an und denkt euch, ja, der Lauer erzählt wieder irgendeinen Scheiß, der will wieder Kohle haben, sondern, was auch stimmt, ja, aber geht einfach auf die Webseite, richtet einen Dauerauftrag ein, schiebt die Kohle über PayPal rüber und wenn nicht, lebt mit den Konsequenzen, wenn ihr das könnt. So, ominös genug. So, wir haben als Einsteigerthema ein Thema, das, wo die Fakten relativ schnell erzählt sind. Ralf Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der CDU im Deutschen Bundestag. Ulrich, soll ich mal kurz erzählen, was er gemacht hat? Ja, was er gesagt hat. Genau, gestern nämlich war Sonntag, 24. Mai 2020. Und da hat Ralf Brinkhaus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ein Interview gegeben. Das hat er natürlich nicht am 24. Mai gegeben, sondern schon davor, weil diese Interviews, die werden dann ja freigegeben. Jedenfalls, Ralf Brinkhaus, wir erinnern uns, hatte sich ja damals durchgesetzt gegen Volker Kauder in einer Kampfkandidatur zum Vorsitz der CDU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Und dieser Ralf Brinkhaus sagt also jetzt der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung im Zusammenhang mit Corona und dem Kurzarbeitergeld, kritisiert er, dass Konzerne, trotzdem sie Kurzarbeitergeld beziehen, Dividende ausschütten. Und da sagt er, ich zitiere das hier nicht nach Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, sondern bin hier gerade auf der Webseite des Deutschlandfunks. Der CDU-Politiker sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, das sei unfair gegenüber Steuerzahlern und Beschäftigten. Die Aktionären profitierten bereits davon, dass die Solidargemeinschaft mit ihrem Geld letztlich auch den Wert des Unternehmens erhalte. Aus der SPD hat es bereits ähnliche Reaktionen gegeben. So, ich zähle jetzt mal, weil mich das Ganze wahnsinnig aufgeregt hat. Hörerinnen und Hörer von Lauer und Wehner wissen auch, warum. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Zum ersten Mal sprachen wir über dieses Thema bereits am 8. April 2020. Dass also große Unternehmen wie zum Beispiel BMW Kurzarbeitergeld beziehen und gleichzeitig Milliarden Dividende ausschütten, zum Beispiel BMW dieses Jahr 1,6 Milliarden Euro, darunter natürlich auch an die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt, die ja auch ganz fleißig immer der CDU spenden. Das wäre übrigens dann eine nette Forderung, dass Ralf Brinkhaus als Mitglied der CDU, dass die CDU einfach dieses Blutgeld zurückgeben soll, ja, weil findet er ja nicht gut, das ist ja dem Steuerzahler nicht zu vermitteln. Und jetzt ist es so, dass in der Vorbesprechung zu dieser Sendung der Ulrich, mein Podcast-Partner, mich auf etwas sehr Gutes hingewiesen hat, nämlich, ja, wer hat das denn eigentlich beschlossen mit dem Kurzarbeitergeld und dass das alles gelockert wird? Und nach ein bisschen Googeln findet man das. Ich verlinke es dann nachher im Text zum Podcast. Das ist derselbe Text übrigens, in dem auch drinsteht, wie man diesen Podcast unterstützen kann. Wenn man das ein bisschen zuspitzt, kann man ja sagen, wer hat das beschlossen? Und die zugespitzte Antwort, Ralf Brinkhaus war es. Ja, weil der Bundestag am Freitag, den 13. März 2020, eine Veränderung des Kurzarbeitergelds beschlossen hat. So, und da ging es dann darum, wie viel Prozent der Beschäftigten in einem Betrieb von quasi der Entlassung bedroht sein müssen, damit Kurzarbeitergeld bezahlt wird. Und früher war das so, dass ein Drittel der Beschäftigten bedroht sein müssen und jetzt reichten schon 10%. Und Kurzarbeitergeld, ganz kurz,
muss man sich so vorstellen, die Leute arbeiten weniger und kriegen dann einen Teil ihres Lohnes von der Bundesagentur für Arbeit gezahlt. Da hatten wir auch schon mal kurz in diesem Podcast drüber geredet. Ich glaube auch beim selben Thema, nämlich Dividende trotz staatlicher Hilfeleistung. Ja, und vielleicht diesen einen Aspekt, den man bei Kurzarbeitergeld, ich finde, um zu erklären, was der Sinn von Kurzarbeitergeld ist, kann man sich mal die Arbeitslosenstatistik in den Vereinigten Staaten von Amerika und die in der Bundesrepublik Deutschland in aktueller Zeit anschauen. Das ist nämlich der Sinn, das Kurzarbeitergeld ist ziemlich exemplarisch für die deutsche Variante der sozialen Marktwirtschaft oder wie man es auch nimmt. Ne? Also ist jetzt nicht alles gut, aber das ist genau der Sinn der Sache, dass nicht, wenn es mal irgendwie spitz auf Stein kommt, ein besonders harter Winter oder so eine krasse Corona-Nummer, dass man dann alle rausschmeißt, sondern dass man sagt, okay, hier, machen wir mal. Es ist auch jeder schränkt sich ein bisschen ein. Die Arbeitnehmer kriegen ja auch signifikant weniger Geld. Ja. Und die Arbeitgeber müssen weniger zahlen. Dafür zahlt der Staat. Es ist halt auch vor allen Dingen einfach extrem pragmatisch. Weil, also, ob der Staat jetzt einfach von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen bezuschusst oder ob er die dann alle verwursten und verarzten muss, während sie arbeitslos sind. Also ich sag mal, der Aufwand für die Bundesagentur für Arbeit, jetzt mit Millionen von Arbeitslosen umgehen zu müssen, ist ja finanziell und personell so groß, dass man sich dann sagt, okay, dann sparen wir uns das einfach und geben quasi das Ersparte in Form von Kurzarbeitergeld direkt an die von Arbeitslosigkeit bedrohten weiter. Genau so ist das zustande gekommen. Ne? Nee, so ist es natürlich nicht. Und hat gesagt, genau so ist es natürlich nicht zustande gekommen. Aber ich sag mal so, ne, der kleine Mann auf der Straße kann sich das schon mal so zusammenreimen. Ja. Ne? So. Also Ralle Brinkhaus beschließt mit der CDU und CSU und der SPD, diesem Dreierbündnis im Deutschen Bundestag, beschließt er also, dass die Regelungen des Kurzarbeitergeldes verändern werden. Wenn ich da ganz kurz auch einhaken darf, in dem Dokument Veröffentlichung des Deutschen Bundestages tatsächlich heißt es, der Gesetzentwurf sei einstimmig angenommen worden. Einstimmig. Das heißt auch der Bundestag. Naja, die haben das einstimmig. Einstimmig bedeutet nicht, dass es keine einstimmig bedeutet nur, dass es keine Gegenstimmen gab. Ich nehme mal dass die was zu kritisieren hatten, haben sich wahrscheinlich enthalten. Ja, immerhin. Gut, das einstimmig seh ich sehr selten, auch wenn ich nicht. Wir können festhalten, Ralf Brinkhaus hat mit Sicherheit nicht gegen diese Regelung gestimmt. Und dieser Ralf Brinkhaus, der ja jetzt in der CDU kein unwichtiger Mann ist, dem fällt dann knapp 2,5 Monate, also ziemlich genau auf den Tag eigentlich, 2,5 Monate später fällt ihm ein, Mensch, das ist ja doof mit der Dividende. Ich habe es heute auch so ein bisschen mit dem Unterbrechen, ich gelobe Besserung. Ja. Wenn man sich den Regierungsentwurf bzw. den Entwurf der Fraktionen CDU, CSU und SPD anschaut, dann hat es noch die Pointe, dass der Entwurf auch unterzeichnet ist von Ralf Brinkhaus. Ja, das machen... Natürlich von den Fraktionsvorsitzenden, aber eben von Ralf Brinkhaus in diesem Fall. Ja, also das ist nochmal eine besondere Ironie, dass natürlich Ralf Brinkhaus als der Fraktionsvorsitzende der CDU, CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag natürlich auch diese ganzen Anträge dort unterschreibt. Wenn sie dann eingereicht werden in den Deutschen Bundestag, also Ralf Brinkhaus... Ihm fällt 2,5 Monate später auf, Mensch, das ist ja gar nicht mal so gut. Und dann, wie gesagt,
dass wir über das Thema gesprochen haben, liegt ja auch unter anderem daran, dass zum Beispiel solche Medien wie das Handelsblatt darüber berichtet haben, Dividende trotz Staatshilfe, Autokonzerne stehen in der Kritik. Das war am 6.4., also vor anderthalb Monaten. So, ne? Und der Grund, warum ich das hier anspreche, ist, es geht auch anders. Nee, das ist nicht der Grund, sondern das ist jetzt quasi das Beispiel. Zum Beispiel Dänemark, das ist hier eine Meldung vom 21. April 2020, also auch noch gar nicht so lange her. Dänemark hat sich dazu entschieden, dass sie keine Corona-Hilfen für Unternehmen geben wird, die in sogenannten Steueroasen, also Steuervermeidungsländern, registriert sind. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass der deutsche Gesetzgeber bei seiner Änderung des Kurzarbeitergeldes da ins Sozialgesetzbuch hätte reinschreiben können, dass diese Regelung mit den 10% der Mitarbeiter Kurzarbeitergeld nur dann gilt, wenn auf eine Ausschüttung der Dividende 2019 verzichtet wird. Punkt. Es wären ganz sicher, gab es Möglichkeiten, das noch eingehender zu regeln, als es geschehen ist. Und das hast du sehr schön gesagt. Also wenn Ralf Brinkhaus das jetzt sagt und also wenn, also eine Möglichkeit ist, das ist wahrscheinlich die Sichtweise, die du präferierst, es ist einfach unendlich heuchlerisch. Das, ja, ich halte das für sozusagen eine Aus... Ja, das ist und eine die, Aus... Ja. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man ihm mal Aufrichtigkeit unterstellen mag, ja, dass er enttäuscht ist. Und deshalb dann einfach ist, sehr dumm ist auch vielleicht. Und da muss man sagen, ja, eine Enttäuschung kommt ja dann zustande, wenn Erwartungen und Wirklichkeit, nachfolgende Wirklichkeit, dann so stark voneinander abweichen. Dann müsste er sich schon vorwerfen lassen, dass er sehr, sehr, sehr naiv ist, wenn er jetzt ernsthaft enttäuscht ist. Und ebenso naiv wäre er, wenn er glaubte, dass auch ja so ein bisschen ein Leitmotiv, das hier häufig auftaucht, haben Leitmotive so an sich, dass die Selbstverpflichtung, die Selbstregulierung, wenn er darauf gesetzt hat, als guter Liberaler, dann hat er sich auch geschnitten. Also wie man es nimmt, ja, kein gutes Bild, das Ralf Brinkhaus abgibt. Ich muss mich hier nicht... Wenn er Wochen und Monate nach Treffen einer Regelung, dann sagt es, hätte aber besser sein können. Und ist natürlich. Ich finde das, was Ralf Brinkhaus da macht, und jetzt sind wir ganz klar im Bewertungsteil, eine verlogene Unverschämtheit. Also ich finde das auf so vielen Ebenen krass und Ralf Brinkhaus steht in meinen Augen für alles, was in der deutschen Politik falsch läuft, was sie was zu Politikverdrossenheit führt, was dazu führt, dass auch so Rechtspopulisten es leicht haben, sich hinzustellen und zu sagen, ja, also hier die Politiker, die machen ja eh nur, was sie wollen und so. Weil das ist einfach eine verlogene Scheiße. Und was ich wirklich entsetzlich finde, ist, ich meine, das war jetzt für uns hat das jetzt 10 Minuten unseres Lebens gekostet, nochmal im Vorgespräch zu dieser Sendung kurz zu recherchieren, was hat der Deutsche Bundestag dazu beschlossen. Ja, das war wirklich, das ging fix. Und dass der Ralf Brinkhaus so etwas in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagen kann
okay, geschenkt, ich kenne das Interview nicht, ich weiß nicht, was die ihn darauf gefragt haben oder wie da die Reaktion war. Aber dass das dann von Medien aufgegriffen wird, ich meine, der Deutschlandfunk zu seiner Verteidigung muss man sagen, wenigstens haben sie hier den Satz noch hingeschrieben, aus der SPD hat es bereits ähnliche Reaktionen gegeben, ja. Übrigens, Klammer auf, sieht man auch wieder, wie schön die, wie schön tot, hirntot die SPD ist, dass da niemand in der Lage war, mal zur Presse hinzugehen. Auf den Sonntag ist das ja ein dankbares Thema und zu sagen, ja, also wenn der Ralf Brinkhaus gewollt hätte, dass es keine Dividendenzahlungen gibt, mit uns hätte er das jederzeit haben können. Der Ralf Brinkhaus soll mal mit der verlogenen Scheiße aufhören. Ich finde es halt richtig krass. Man merkt es an meiner Sprache, wie sehr mich das anwidert und wie sehr mich das ankotzt. Diese Form der Politik und diese Form auch des Journalismus, dass das durchgeht, dass der Brinkhaus da einfach lügt. Also entweder ist er komplett bescheuert. Und ich glaube nicht, dass er komplett bescheuert ist, sonst würde er nicht in dieser Position dort sein. Oder er ist halt einfach super verlogen. Aber du kannst dich halt nicht hinstellen, das selber beschließen und dann sagen, ne, also ich sag mal, wenn die Dänen das hinkriegen, die Auszahlung von Corona-Hilfen an Dinge zu koppeln, dann scheint das ja mit dem EU-Recht vereinbar zu sein. Da kann sich der Ralle also nicht rausreden und sagen, ja, also wir hatten uns das anders vorgestellt, aber die EU hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das ist ja auch so der Klassiker. Und gut, ich muss sagen, das hat er nicht gesagt, ne? Aber nee, das hat er nicht gesagt. Ich glaube, der Gedanke ist vollkommen klar geworden. Was auch ein wenig erschreckend ist, ist, wie gut diese Nachricht, wie gut die gedreht hat. Also was für einen hohen Verbreitungsgrad Ralf Brinkhaus mit dieser Hülse, Worthülse da erreicht hat. Und wenn man sich noch vor Augen führt, dass die CDU direkt aus diesen Dividenden, die dort ausgezahlt werden, profitiert. Nämlich, dass sie von der Familie Klatten und Quandt, dass sie da Cash bekommt, ne? Ja. Und vor allem Dingen doppelt Cash, ne? Also das ist ja das Geile, wenn dir die Susanne Klattner irgendwie 300.000 Euro überweist an die CDU, dann kriegst du als Parteier vom Steuerzahler für jeden Euro noch einen Euro drauf. Das heißt, die kriegen noch mal extra Steuergeld. Und das ist einfach, das ist frech und unerhört, was der Brinkhaus da macht. Ja, das ist sehr deutlich geworden. Ich hoffe, keine Entschuldigung erforderlich. Ich hoffe, dass wir durch unsere Methode der Gegenwartsbewältigung es schaffen, dass du auch eine gewisse Affektregulierung da verspürst. Und man kann sich vielleicht ein bisschen so helfen, dass es vielleicht das Pharisäertum in der Partei mit dem C natürlich durchaus eine gewisse Tradition haben könnte. Und dass man sagt, ja, okay, also hier das ist etwas heuchlerische, gut, das regst du dich so auf, war doch klar. Selbst wenn man diesen Schritt macht, dann kommt man, finde ich, zu dem Gedanken, den du auch sehr schön herausgearbeitet hast, kommt man gerade zu dem Gedanken, dass ihn mit dieser Aussage, soweit ersichtlich, kaum jemand gestellt hat. Dass kaum jemand da genau den Finger in diese Wunde legt und sagt, Herr Brinkhaus, also was haben Sie denn so gemacht, als da dieses Gesetz so,
so vom Himmel gefallen ist. Ja. Haben Sie da, was haben Sie denn da? Haben Sie gedacht? Waren Sie da im Puff oder was? Der war ja schon geschlossen. Ja, so, ich denke, das ist klar geworden. Das ist ja ein guter Punkt. Und Ein bisschen unangenehm war es ja aber auch schon, wie stark ich mich jetzt aufgeregt habe. Ne? Nein. Okay, das gut. War mir nicht unangenehm. Also, wer diesen Podcast länger hört, oder was heißt länger hört, aber es gibt ja so ein paar wiederkehrende Themen in diesem Podcast. Eine davon, oder ein Thema ist Menschen mit geerbtem Nazi-Geld und wie sehr ich sie hasse, ist das falsche Wort, aber sagen wir mal so, wenn mein Großvater als Nazi wahnsinnig viel Geld gemacht hätte, dann würde ich es cooler einsetzen als einige Leute, die mit Nazis zu Geld gekommen sind. So, es deutet sich so ein Übergang an, habe ich gerade den Eindruck. Ich bin heute spritzig wie eine Heubrause. Ich krieg das hin mit der Über-Ab-Um-Moderation. Ja, ich finde, wie ein guter Disc-Jockey, wo dann schon so in das gerade verklingende Lied die Beats von dem nächsten reinspielen. Genau. Hast du jetzt übergeleitet. Genau, wenn alle Stricke reißen, einfach mal Billie Eilish Bad Guy spielen. Das, damit kriegst du eigentlich die Crowd immer. Ja. Immer. Und die meisten DJs spielen das auch bereitwillig sofort. Bereitwillig, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Also wer mit Nazis auch gut Geld gemacht hat, dafür aber auch nach Aussage der Unternehmenserbin die Arbeitssklaven immer gut bezahlt hat. Das war die Balsen-Gruppe. Keksfabrikanten aus, wo sind die eigentlich? Hannover, Niedersachsen. Schön. Balsen gibt es eine neue Personalie. Und zwar schön eine Woche, bevor die Corona-Scheiße den Ventilator richtig getroffen hat. Mittwoch, 11. März 2020, Pressemitteilung, Generationenübergang und neuer CEO bei Balsen. Das hat ja ein bisschen gedauert, weil irgendwie es gab Probleme bei Balsen. Ich finde auch sehr irritierend, dass die deutschsprachige Webseite von Balsen thebalsenfamily.com heißt. Ja, in dem Management Board von Balsen sitzt der ein oder andere Angelsachse. Saß und sitzt. Da gab es Scott Brankin und Phil Rumball. Und Phil Rumball hat Scott Brankin ersetzt. Und wer weiß, ob die vielleicht sich lieber Cookie Company als Balsenkekse nennen wollen. Ja. Naja. Ja, ja. Also, gut ist, dass. Also Balsen bekommt einen neuen CEO und, wie das jetzt hier in dieser Pressemitteilung heißt, Generationenübergang. Ich zitiere direkt aus der Pressemitteilung. Als aktive Gesellschafterin des Unternehmens wird Verena Balsen die nächste Generation des Unternehmens repräsentieren. Das ist sprachlich sehr interessant, weil zweimal das Wort Unternehmens im selben Satz vorkommt. In dieser Rolle wird sie eng mit dem Management Board zusammenarbeiten, um bei der Gestaltung und der langfristigen Ausrichtung des Unternehmens mitzuwirken. Sie wird die Entwicklung von Balsen als ein sozial verantwortliches Entschuldigung, aber ich meine, ja, so, genau, die Zwangsarbeiter wurden immer lass es sich doch kurz selber kommentieren. Sozial verantwortliches und finanziell erfolgreiches Markenunternehmen begleiten. Mit der Entscheidung für eine Rolle außerhalb der Geschäftsführung wird Verena Balsen die Vision der Familie unmittelbar ins Unternehmen tragen und sich bei den Themen Food Innovation, Kulturwandel und Markenentwicklung einbringen. Und dann geht es noch so weiter. Werner M. Balsen erläutert. Ich freue mich, dass Verena diese Rolle übernimmt
uns eint ein gemeinsames Verständnis, wohin wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen. Sie brennt für die Zukunft des Unternehmens. Ja, und so weiter und so fort. Ja, Verena Balsen, Personalie. Soll ich dir jetzt noch sagen, warum ich das interessant fand oder nicht? Also ich denke, wir haben das jetzt gesagt, wir können es noch kurz in den Kontext der vergangenen Monate einbetten, als Verena Balsen so sich äußerte, sinngemäß, dass ihre Fabrik ihre Zwangsarbeiter sehr gut bezahlt behandelt habe. Und bezahlen. Sie sich so, was hat sie gesagt? Sie sei irgendwie, finde es gut, dass sie eine Yacht hat, so ungefähr. Also, ja, sie war, das war diese, es gab da ja so einen jungen aufstrebenden Vorsitzenden einer SPD-Jugendorganisation, der in einem Interview sagte, man müsse mal BMW verstaatlichen oder enteignen oder so. Und darauf sagte die Balsen-Erbin Verena, die mal 25% des Unternehmens erben wird, dass sie Kapitalismus geil findet, Dividende und so, also das Dividende und so ist ein direktes Zitat, und sie will halt sich mal von ihrem hart erarbeiteten Geld, möchte sie sich gerne eine Yacht kaufen. Ja, also das zur Einbettung, wer Verena Balsen ist, dann gab es da eine Kontroverse um diese Äußerung. Ja. Weil unter anderem wurde in diese sich darauf aufsetzende Diskussion eingebaut, dort wurde angemerkt, dass das Unternehmen Balsen sich in der Zeit zwischen 1933 und 1945 sehr fragwürdig verhalten hat. Ja, und das Ganze war ja nicht so gut. Und ja, das kann man schon, jetzt, das kann man so sagen. Also wir hatten in unserem Jahresrückblick 2019 hatten wir das auch als PR-Desaster des Jahres. Könnt ihr noch mal nachhören? Ja, das ging steil. Ja. Das ging steil, allerdings steil nach unten. Man kann sagen, dass dieser Umstand, dass Frau Verena, 27-jährige Firmenerbin, die ist jetzt allerdings so ein bisschen da abgeparkt worden. Genau, die wurde kaltgestellt. Das war der Grund, warum ich das erwähnen ja, würde. Das ist im Grunde genommen, das war sicherlich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, ich habe auch unbestätigte Angaben dazu, dass beim Zustandekommen dieser Entscheidung, dieser Personalie im Hause Balsen, dass die Frau Verena ganz schön mit dem Fuß aufgestampft hat zwischendurch. Im Handelsblatt heißt es dazu. Ach so, okay. Zum einen, also erstmalig kommt jetzt ein Manager von außerhalb der Familie an die Unternehmensspitze, nämlich besagter Phil Rumble. Und das ist ein Brite und der dann hatte Werner M. Balsen, keine Ahnung wie der heißt, mit M, egal, der hatte schon gesagt, Michael. Kein Familienmitglied der nächsten Generation wird in die operative Führung des Unternehmens einsteigen. Das hatte Werner Michael Balsen schon im Januar deutlich gemacht. Das war ziemlich kurz, wahrscheinlich nachdem Verena sich geäußert hatte. Das, so Werner Michael Balsen weiter, gelte auch für Tochter Verena. Der 27-Jährigen, so das Handelsblatt, waren die meisten Ambitionen auf den Chefposten des Keksherstellers unterstellt worden. Naja. Ja, Dunning-Kruger, keine Ahnung. Und dann bist du mit 27 und keine Ahnung, die wird so fest davon überzeugt sein, dass sie das alles vollkommen geil hinbekommen. Ja, und der Herr Rumble ist jetzt auch, dessen Aufgabe ist, deshalb auch, wie du so messerscharf sofort festgestellt hast,
heißt es jetzt auch die Webseite The Balsen Family, weil der so ein bisschen für die Internationalisierung des Geschäfts zuständig sein soll. Ja, kann man, also ich möchte jetzt das mal dahingehend werten, dass innerhalb des Unternehmens Balsen jedenfalls man aus der aktuell gezeigten mangelnden Eignung von Verena Balsen für eine hervorgehobene Führungsrolle Konsequenzen gezogen hat. Und das ist doch eigentlich eine gute Nachricht. Ja, das ist eine gute Nachricht. Ob das eine gute Nachricht für Balsen ist, weiß ich nicht. Weil, also, ich meine, man muss dazu sagen, Werner M. Balsen ist 71 Jahre alt, ne? Dafür kann er nichts. Also, wir alle altern, auch wenn es Leute wie Peter Thiel gibt, die sich das Blut von 20-Jährigen spritzen lassen. Und das ist tatsächlich keine Verschwörungstheorie. Das kann man nachlesen, dass der Peter Thiel das macht. Aber wenn ein 71-Jähriger in einer von dem eigenen Unternehmen versendeten Pressemitteilung sagt, uns eint ein gemeinsames Verständnis, wohin wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen, wenn man gleichzeitig in der Situation ist, dass Balsen ja in den letzten Jahren Probleme hatte. Ja, der Spiegel titelte, oder was heißt titelte? Der Spiegel hatte die Meldung zu Beginn des Jahres, warum der Butterkekskonzern in der Krise ist, ja. Also das finde ich schon lustig, wenn ein 71-Jähriger sagt, ich habe uns eint das gemeinsame Verständnis, wohin wir das Unternehmen weiterentwickeln wollen. Also vollkommen absurd. Im Prozess des Generationenwechsels haben Werner und Verena Balsen gemeinsam nach einem neuen CEO gesucht. Ja, da muss ich allerdings sagen, das finde ich jetzt nicht absurd, dass ein Mensch mit 71 Jahren auch noch an die Zukunft denkt und nicht nur daran, dass demnächst der Deckel zugeht. Das finde ich völlig okay. Ja, wenn du aber, klar, kannst mit 71 Jahren auch noch, wenn aber das Unternehmen... Manche werden erst mit 75 US-Präsident. Manche haben aber auch zu dem Zeitpunkt, wo sie sagen, uns eint das Verständnis, wohin wir das Unternehmen entwickeln wollen, ja, das Unternehmen aber, der hat das ja zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre oder Jahrzehnte irgendwie geleitet, beziehungsweise war da irgendwie ins operative Geschäft verwickelt, weswegen dieser Keksfabrikant so dasteht, wie er dasteht. Verstehst ja, du? Und das, ja, ich verstehe durchaus, ja. Und das ist so ein bisschen das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Redaktion uns das direkt nach Ralf Brinkhaus gebracht hat, wo also dann, du vertrittst die Auffassung, dass Werner Michael Balsen von 1987 bis 2018 Mitglied der Geschäftsführung der Balsen GmbH und Co. KG, dass sie durchaus Einfluss genommen hat in der Vergangenheit auf die Geschicke des Unternehmens. In etwa so stark wie Ralf Brinkhaus auf das Kurzarbeitergeld, unabhängig davon, wie viel Dividende man seinen Kapitaleignern denn noch um die Ohren pfeffert. Ja, Ulrich, schön. Du hast es so wunderbar zusammengefasst. Wenn ich es so gut hätte zusammenfassen können, hätte ich es gesagt, aber ich konnte es nicht, weswegen ich dir gerade nochmal wirklich sehr dankbar bin. Ja, herzlichen Dank auch für diese offene Anerkennung. Ja. Genau, der Typ hat halt mehr als 31 Jahre lang hat er dieses Unternehmen geleitet. Ja. Es ist in Schieflage und jetzt hat er eine gemeinsame, jetzt eint ihn mit seiner, ist es überhaupt seine Tochter? Ist es seine Tochter? Ja, Verena Balsen ist seine Tochter. Und jetzt eint ihn, nachdem er das, jetzt 31 Jahre lang so geil hingekriegt hat, eint ihn mit seiner Tochter, die halt in der Vergangenheit auch mit total geilen Kommentaren aufgefallen ist und so, eint ihn die Vorstellung, wohin es gehen soll. Finde ich gut. Ja, also hinzu
kommt das, also ich begrüße das zum einen, dass er offenbar der Verena gesagt hat, du nicht. Nur über, wird er möglicherweise gesagt haben, meine Leiche. Was man hier auch noch liest, ist, dass Werner Balzen außer Verena noch drei weitere Kinder hat, von denen man die wohl allesamt nicht für irgendeine Leitungsfunktion in Betracht gezogen worden sind. Ja, es wird eine interessante Truppe sein. Sollte man mal, wäre schön, wenn man sich mit denen mal, wenn man die anderen Kinder auch mal im Vergleich sehen könnte von Werner Michael Balzen. Ja, ob die genauso toll und erfolgreich sind wie seine Tochter, meinst du, ja? Ja, oder ob die sich konsequenterweise einfach schon die Yacht gekauft haben und keinen Quatsch dabei erzählen. Ich meine, ich google mal kurz Verena Balzen Net Worth. Oh. The estimated net worth of German food innovator. Das ist toll. Ich will auch Food Innovator sein. Is der set Butter, to be around. Keks ist echt ein ziemlich ja, Avantgarde. So. Ja. Is set to be around 30 million US dollars and she also set to own a quarter of Balzen. Was ist der Pflichtanteil? Na gut, bei denen, wenn die noch drei Geschwister hat. Ja, ich bin kein Erbrechtler, will ich nichts zu sagen. 25%. Wahrscheinlich. Na gut, aber jetzt kriegen nicht die vier Geschwister jeder 25%. Ja, weiß man nicht. Ja, anyway. Also würde mich nicht wundern, wenn Verena Balzen gar nicht weiß, wie viel sie mal später von Balzen erben wird. Ja, gut. Ich denke. Gut. Wir machen weiter. Ich freue mich ein bisschen, dass die Familie da Konsequenzen zieht. Und leider zu spät. Ich meine, der Vater hat ja später auch nochmal das ziemlich geil kommentiert von der Tochter. Sie sei da in was unvorbereitet in etwas hineingeschlittert. Ups. Das finde ich geil, wenn du also so wenig über deine Familiengeschichte weißt, ja, dass du unvorbereitet in etwas hineinschlitterst. Aber gut, reden wir über etwas anderes, über ein Land, das unvorbereitet in etwas hineingeschlittert ist. Das schöne Land Schweden und Corona. Ja, Schweden und Corona. Ja, da wir haben. Ich leite ganz kurz ein und dann sagst du, was du. Okay. Jedenfalls gibt es bei einigen Menschen. Hier in der Bundesrepublik Deutschland gibt es so einen sehnsüchtigen Blick nach Schweden. Und das Land der großen Freiheit, das den sehnsüchtigen Blick auslöst, weil da alles so großartig funktioniert in Corona-Zeiten, ohne dass man, also sozusagen das, was man gerne in so kleinen Annoncen, kleinen Anzeigen sieht, verdienen Sie 5.000 Euro im Monat, ohne zu arbeiten. Also in Schweden, sehnsüchtig betrachtet, kein Corona, so wie bei uns, aber ohne Einschränkungen. Das ist so ein bisschen das Narrativ, das man öfter mal findet. So, das war die Einleitung, die ich gerne loswerden wollte. Genau, und zwar von Leuten, so viel sei schon hier bewertet, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Das wäre eigentlich, Klammer auf, Ulrich, ein eigenes Thema noch für diesen Podcast, aber mehr so für freie Assoziation und Diskussion, nämlich die Frage, wie kommt das eigentlich, dass es so eine bestimmte Gruppe von Leuten gibt, häufig auch in irgendeiner Form mit dem rechtsextremen Spektrum verbandelt, verwoben, die, egal was gerade passiert, immer anderer Meinung sind. Also, weiß ich nicht, 2015 kommen Geflüchtete nach Deutschland. Nein, die Geflüchteten, die muss man zurückschicken und man muss die Grenzen dicht machen. Wir kriegen ein Coronavirus.
nein, der Virus ist ausgedacht, wir müssen die Grenzen aufmachen, damit die rumänischen Arbeitssklaven kommen und bei Balsen Kekse stechen können. Verstehst du, worauf ich... Also der war jetzt ganz gut, ne? Aber ja, verstehst du, worauf ich hinaus will, ja? Also dass du, ich habe mir heute überlegt, was muss eigentlich passieren, damit man genau diese Leute dazu kriegt, für krassen Umweltschutz einzustehen. Also weiß ich nicht, Angela Merkel kündigt an, fortan jeden Tag eine Tonne Rohöl auf dem Vorplatz des Deutschen Bundestages oder des Kanzleramts verbrennen zu lassen oder so. Hinter eine Tonne Rohöl in den Bodensee zu schütten. Ja, genau. Und dann kommen die auf einmal und sagen, nee, wir müssen die Umwelt schützen, wir müssen das Klima schützen und wir müssen sowieso und überhaupt. Also ja, es gibt eine Antwort, gibt es ja, die hat ist eine etwas längere Antwort, die hat der ja Adorno hat sie ja abgeliefert in der von ihm und anderen seinerzeit sehr namhaften Wissenschaftlern vorgelegten in den Studien zum autoritären Charakter. Und da wird mit wissenschaftlichen Methoden, also die jedenfalls damals in den 40er Jahren State of the Art gewesen sein dürften, wird der sehr interessante Versuch unternommen, die Strukturmerkmale, die Charaktermerkmale von dieser Art von Mensch, die du gerade beschrieben hast, zu beleuchten, zu erfassen, zu klassifizieren, mit dem Ziel, damals in 40er Jahren, USA, Westküste, mit dem Ziel, ja, dass das halt nicht in den USA das passiere, was seinerzeit in Deutschland, im damaligen Deutschen Reich passierte. Das war das ja, Ziel. Was und war da zwischen 33 und 45 los? Kann sich keiner mehr so dran erinnern. Ne? Müssen wir mal Verena Balsen fragen. Ja. Ja, nee, ja. Und was hat Adorno da so gesagt? Also der hat sich, der hat da einige Sachen beobachtet. Und genau das, was du gerade beschrieben hast, hat er da auch beobachtet. Dass die Gruppe, die diesen autoritären Charakter zeigt, dass die sich relativ stabil gegen jede Minderheit wendet. Und das ist dieser Gruppe ungeachtet der Frage, ob das jetzt damals vor allem Antisemitismus, also ob sie sich vor allem gegen Juden wandten oder gegen African Americans, die Adorno in diesen Studien etwas schwer erträglich, leider immer mit dem N-Wort bezeichnet, was damals völlig üblich war, selbst an der liberalen Westküste der Vereinigten Staaten. Jedenfalls, dass er sagt, was man da sieht, ist es relativ stabil, die Neigung bei so Menschen, die autoritäre Züge aufweisen, ist, sich gegen Minderheiten, egal welche Minderheit das ist, zu wenden. Und das, finde ich, ist eine sehr interessante Erkenntnis, die man auch hier in der Gegenwart sieht. Das sind dieselben Köpfe und Birnen, die sich gegen geflüchtete Menschen, den Zuzug von nicht schon immer deutschen Menschen gleich welcher Art wandten, die sich jetzt dagegen wenden, dass man alte Menschen, ältere Menschen, Risikogruppen schützt, die zweifelsohne eine Minderheit bilden, denn selbst wenn man hier komplett durchinfizieren würde und alle auf einmal, wäre es immer noch glücklicherweise eine Minderheit, die an Corona wirklich versterben würde. Aber diese völlige Unfähigkeit, Minderheiten zu respektieren und die darüber hinausgehende Unfähigkeit, Minderheiten zu schützen, das ist ein aus diesem ja, also letztlich auf eine bestimmte Charakterstruktur zurückzuführendes Phänomen. Und da sagt er dann weiter, das liegt in erheblichen Teilen auch daran, das sagt er ja schon in den 40er Jahren, analysiert er das so, klar, die verstehen einfach die Welt nicht. Ja. und
setzen dann diesem Unverständnis eine einfache und simple Lösung entgegen. Und also setzen die entgegen, wollen die entgegensetzen, was natürlich nicht funktioniert. So wie es nicht funktioniert hat für den Umstand, dass man selber so ein beklopptes Leben führt und oder für den Umstand, sagen wir es mal etwas weniger überheblich, für den Umstand, dass es nicht immer leicht ist im Leben, die Juden, Türken, Araber, die, weiß ich nicht, Schwulen, Lesbischen, die Heterosexuellen, nee, die macht man halt nicht verantwortlich, weil die nach allem, was wir wissen, eine zahlenmäßige Mehrheit sind. Also jedenfalls da die Verantwortung andernorts zu suchen, weil man einfach nicht klarkommt. Man kommt nicht klar. Ne? Und, ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Ja, das ist... Im Übrigen nicht klarkommen, am Rande ein Phänomen, weil es ist ja auch ein Sprachpodcast, das beobachtest du auch immer häufiger, die Formulierung, dass die Formulierung, ich komme da nicht drauf klar, verwendet wird. Da kommt da nicht drauf klar. Hast du schon mal gehört? Ja, finde ich komisch. Jetzt hätte ich fast gesagt, I hear you, aber... You don't care. Aber gut, jedenfalls, also das ist... Ich kenne das, was du meinst, dass Leute sagen, ich komme da nicht drauf klar. Ja, da kommt ja nicht drauf klar. Höre ich seit eigentlich noch gar nicht allzu langer Zeit. Aber das war ja nicht der Punkt. 1949, Studien zum autoritären Charakter haben schon vieles vorweggenommen. Und... Ja, super geil. Kann man mal... Also... Kann man sich mal angucken. Das ist ein bisschen mühsam zu lesen, weil... Methode halt, beschreiben und ähnliches. Ist halt Philosophen und so, ne? Aber das ist halt empirische Sozialforschung. Das war wirklich sehr gut, ein bisschen viel natürlich erforschte Gruppe, ein bisschen viel College-Studenten, aber auch und selbst da diese krassen Tendenzen bei einer gefestigten Persönlichkeitsstruktur, einer verfestigten Persönlichkeitsstruktur, einfach alle Minderheiten wegzuballern und die Suche nach leichten Erklärungen. Und die Suche nach leichten Erklärungen führt eben ganz häufig zu Minderheiten, weil die nicht zu einem selbst führt, die Suche nach leichten Erklärungen. Das wäre ja die leichteste Erklärung. Warum fühle ich mich eigentlich so unwohl? Vielleicht sollte ich mal an meinem eigenen Leben ein bisschen was ändern. Ja. Und du meinst auch zum Beispiel, warum reden Leute stundenlang über sogenannte arabische Clans und nicht über Rechtsextremisten? Ja, das ist auch nochmal ein interessanter Punkt. Also das wäre jetzt, arabische Clan, ja, das ist natürlich die klassische Projektion. Ne? Der arabische Clan wird ja hier... Der sogenannte. Der sogenannte arabische Clan wird ja hier verantwortlich gemacht für nahezu jeden Fahrraddiebstahl und zwar auch dafür, wenn einem langweilig ist. Das sind alles arabische Clans. Ja, das ist natürlich eine politische, das ist natürlich dann obendrein nach meiner Vorstellung auch ein politischer Mechanismus, den die sich da zunutze machen. Das ist natürlich die klassische Symbolpolitik. Ne? Also, nimmst du mal hier irgendwie so eine Familie aus, arrestierst zwei Immobilien, in die investiert haben, und dann reckst du die Faust und sagst, Berlin, gibt's so eine Pressemitteilung, ist ja so viel sicherer. Gibst du mir eine Pressemitteilung raus, dass du aktiv gegen Clan-Kriminalität vorgehst? So, ich wollte ja auch noch das Wort alter Schwede verwenden. Ja, Mensch, wir sind ein bisschen vorweg. Das habe ich jetzt vorweggenommen, ist jetzt ein bisschen schwierig. Vielleicht gibt es noch mal einen Moment, wo man alter Schwede sagen kann. Der Grund, warum ich heute über Schweden reden wollte, ist, weil ich das ja schon sehr interessant finde, welche Länder gehen wie mit Corona um und warum hört man von den einen so viel und von den anderen so wenig. Wir hatten hier über Griechenland geredet. Griechenland, das Land, das wirklich außergewöhnlich sehr, sehr, sehr gut mit der Corona-Krise fertig wird, unter anderem deswegen, weil der griechische Ministerpräsident irgendwie so auf Zack war,
dass er im letzten Jahr schon, Ende des Jahres, einen griechischen Virologen zum Corona-Experten ernannt hat und der dann relativ knallhart da durchgegriffen hat und die Griechen zum Beispiel keinen Karneval gefeiert haben. Das ist jetzt kein Scherz so im Sinne von haha, Griechenland und Karneval. Anscheinend feiert man Karneval in Griechenland und dieses Jahr wurde er nicht gefeiert wegen Corona. Und jetzt wird dann aber sehr viel über Schweden geredet. Du hattest es vorhin schon gesagt, es wird bei Schweden immer so getan, als sei, ja, wie soll man das sagen, als sei da alles Bingo-Bongo und alles in Ordnung. Und heute in der Vorbereitung auf den Podcast habe ich die Hörerinnen und Hörer auf Twitter gefragt, Leute, was interessiert euch so? Und da hat mich einer auf einen Artikel jetzt auch bei tagesschau.de hingewiesen. Von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm. Und der fängt schon mal ganz gut an, der Artikel. Wobei ich das Gefühl habe, das ist, glaube ich, eher ein vertonter, also ein niedergeschriebener Bericht, weil manche Sachen funktionieren irgendwie beim Lesen nicht so richtig. Auf jeden Fall ist die Überschrift Corona-Krise in Schweden auch ohne Lockdown down. Die Konjunktur in Schweden geht steil herunter. Obwohl das Wirtschaftsleben wegen Corona nicht heruntergefahren wurde. Wirtschaftsexperten sind geschockt, dabei ist der Grund naheliegend. Ja, auch Clickbait hat die Tagesschau erreicht. Warum ich vorhin zu Beginn des Podcasts mich wieder so abfällig geäußert habe über die sogenannten Wirtschaftswissenschaften, sieht man sehr schön hier. Direkt eingangs ein Zitat von Urban Hansson Brusewitz, Chef des schwedischen Wirtschaftsforschungsinstituts NIR. Zitat: Unser Frühjahrskonjunkturindikator geht steil runter in den Keller. Wir sind wirklich überrascht, regelrecht geschockt. Ja, so. Sein Institut erwarte für dieses Jahr ein um 7% geringeres Bruttoinlandsprodukt und das Ansteigen der Arbeitslosigkeit auf etwa 10%, sagte er weiter dem Sender TV4. So, diese Konjunkturberichte. Also werden andere Leute zitiert, die Chefin der der schwedischen Handelsbank, Christina Nyman, ja, sagt auch, alles ganz, ganz schlimm. Und Schweden ist damit im europäischen Schnitt. Ja, also obwohl sie jetzt keinen krassen Lockdown gemacht haben, liegt Schweden im europäischen Schnitt. Und der Grund dafür, in dem Artikel wird es angegeben, ist zweierlei. Und deswegen ist es besonders lustig, dass dieser Urban Hansson Brusewitz das überhaupt gar nicht gesehen hat, dieser Wirtschaftsforscher, weil Schweden anscheinend auch viel exportiert. Mir fällt jetzt nur so ein blöder Spruch ein wie Möbel, aber Köttbula vielleicht noch. Nein, aber die Schweden exportieren und weil natürlich weltweit die Wirtschaft runtergeht, geht sie auch in Schweden runter. Und dass die Schwedinnen und Schweden außerhalb der Metropolen dann doch ein bisschen vorsichtiger sind als in den Städten und sich mit Investitionen in Dingen erstmal zurückhalten, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Lage ja wirtschaftlich ist, so wie sie ist. Das ist interessant, das ist, sieht man auch in den USA, dass schon bevor es in Bundesstaaten so Lockdowns verordnet worden sind, die Wirtschaftsleistung der jeweiligen Staaten extrem zurückgegangen ist, weil die Leute einfach nicht mehr, ja, sie haben halt nicht mehr sich, sind nicht mehr rausgegangen, sie haben halt keine Investitionen mehr getätigt, sie gehen ja, nicht ins Kino neuen und Volvo so weiter. Genau, ja, keinen neuen Volvo gekauft. Stimmt, ein weiteres Exportprodukt Schwedens, Panzer. Schwedenstahl. Aus Schweden, aus dem guten alten Schwedenstahl. Dazu komplimentierend. Wäre das jetzt das richtige Fremdwort oder wäre das jetzt das Installment für das Fremdwort, Fremdwörter falsch zu benutzen?
für Malapropismus. Ja, war das jetzt schon Malapropismus, wenn ich jetzt quasi komplimentierend sage und damit meine, dass ich jetzt eine Zahl liefere, die noch weiter unterstreichen soll, dass es die Schweden gerade mit ihrer Nicht-Lockdown-Politik komplett verkacken? Ich glaube ja, dass wenn du, wenn man dieses Verb, ich glaube, dieses Komplimentär gibt es nur als Adjektiv. Weiß ich aber nicht. Was sagt der Duden? Ich muss hier erst ein Cookie akzeptieren. Komplementieren, ergänzen, vervollständigen. Ja, doch, dann hast du dann ich komplimentierend Glück sagen, ja. Dann war das komplimentieren. Wie war das? Malfabulismus? Malfabulismus. Malapropismus heißt es, glaube ich. Malapropismus. Deutschlands beliebtester Malapropismus-Podcast. So, ja. Also ergänzend zu den Zahlen, die gerade schon genannt worden sind, hier nochmal die Zahlen der Johns Hopkins Universität. Da gibt es nämlich eine schöne Unterseite auf dem berühmten Coronavirus-Chart, nämlich Critical Trends. Und wenn man auf diese Critical Trends dran geht, die heißt nicht deswegen Critical, weil die alle am Samstag vor dem Deutschen Bundestag demonstrieren, sondern weil das sind die Kennzahlen, die darüber Auskunft geben, ob es ein Land gerade verkackt oder nicht. So, und da gibt es dann: This page was last updated on Sunday, May 24th, 2020. Und da gibt es dann direkt die erste Grafik: Mortality in the most affected countries. Und wir haben hier eine Observed Case Fatality. Muss man ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt hier keinen Malapropismus macht. das bei der Observed Case Fatality Ratio, also Fall zu Todestod, hast du eine Mortality in Schweden von 11,9%. Und Schweden ist damit auf Platz 7 weltweit. Noch höher ist es nur in Belgien. Belgien hat auch momentan die höchste Mortality per Capita, also pro 100.000 Einwohner. Nämlich mit 81,25. Und Schweden ist hier nicht auf Platz 7, sondern auf Platz 6 mit 39,26 Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind im Moment, so sieht es aus, in Schweden gestorben. Zum Vergleich dazu das eben erwähnte Griechenland. Ach, alle Länder sind hier wunderbar aufgezählt. Griechenland hat eine per Capita 1,59 Tote pro 100.000 Einwohner. Tja. That is that. Griechenland hat auch insgesamt, da muss man sich mal echt festhalten, Griechenland hat 171 Corona-Tote. Ja. 171. So. Nach meinen Zahlen 172, aber ich denke, die Tendenz wird klar. Ich denke, wir müssen das direkt vor dem Internationalen Seegerichtshof in Hamburg klären. So, Deutschland zum Vergleich, wo die meisten Fälle mittlerweile anscheinend nur noch in Anführungszeichen, in Krankenhäusern und Pflegeheimen stattfinden. Deutschland hat eine Tote pro 100.000 von 9,99, also lassen wir 5 gerade sein, 10. Das ist immerhin noch 4-mal besser als in Schweden. Ja. Und ich weiß natürlich, dass diese Idioten, die da
vor der Volksbühne und vor dem Bundestag und in Stuttgart und wo sie und überall demonstrieren, die ja auch nur einen verschwindend kleinen, also es gibt ja diese schöne, gab es so eine schöne Infratest-DiMAP-Umfrage, wie sind die Leute zufrieden mit den Corona-Maßnahmen, und da war ja eine überwältigende Mehrheit, also vollkommen d'accord, ja. Ich weiß ja, dass diese Idioten nicht zugänglich sind für Argumente, aber das wäre halt tatsächlich ein Argument. Es wäre so ein Argument jetzt. Ja. Es wäre ein Argument, dass man sagt, Leute, die Schweden sind halt von, weiß ich nicht, 120 Ländern, in denen es Corona gibt, ja, sind die Schweden halt mal echt einfach das Land, das es am sechstschlechtesten geregelt kriegt. Ja, und man wird wohl sagen müssen, dass es das Land ist in der Kategorie der Länder, wo nicht an der Staats- und Regierungsspitze ein totaler, soll man sagen, ein völlig Verrückter steht, ist es wahrscheinlich das schlechteste Land. Was will ich sagen? Also wenn man mal solche Fälle wie die USA, Brasilien, Russland, ja auch sehr unübersichtlich die Situation, das Vereinigte Königreich hat sich ja auch nicht gerade großartig geschlagen. Jedenfalls, wenn man mal die Wertung derjenigen mit irgendwie noch einigermaßen vernunftbegabten politischen Führern, mit einigermaßen vernunftbegabten Regierungschefs nimmt, dann ist Schweden wirklich am allerschlechtesten. Ja. Wobei, was ist in Belgien los? Ist das nicht so ein Liberaler oder verwechsel ich das gerade mit den Niederlanden? Ja, ich habe jetzt nur USA, Brasilien, Russland und im Wesentlichen Großbritannien aus der Wertung rausnehmen wollen. Belgien vermag ich jetzt nicht zu sagen, was da den Boden so unter den Füßen wegzieht. In Belgien ist traditionell die Infrastruktur in einem etwas bedauernswerten Zustand, meinst du? Rustikalerem Zustand, ja. Und da darf man sich nicht täuschen lassen, wer in Nordrhein-Westfalen lange Zeit gelebt hat, der ist auch öfter mal in Belgien, mit dem Auto durch Belgien gefahren. Ja. Und es gab ja diese Behauptung, dass Belgien das einzige Land der Welt sei, das man vom Mond aus erkennen kann, an seinen voll beleuchteten Autobahnen. Ja. Das war aber wohl eine der Ausnahmen einer großartigen Infrastruktur. Ansonsten ist wohl tatsächlich die Infrastruktur in Belgien ziemlich, ziemlich schlecht. Belgien ja auch sehr von seinen nationalistischen Auseinandersetzungen geprägt. Vielleicht ist das der Grund, dass da, ja, weiß man nicht. Aber jedenfalls, was können wir aus diesen Umständen lernen? Also zum einen, dass weiterhin nach Griechenland ziehen. Schon sagtest, dass keinem oder den wenigsten Leuten ist es eine Erwähnung wert, wie Griechenland durch die Corona-Krise kommt. Ja, oder auch viele Länder in Afrika. Also das Thema habe ich noch nicht ganz durchblickt, aber es muss wohl tatsächlich so sein, dass viele afrikanische Staaten das im Moment sehr gut hinbekommen. Tatsächlich. Mit Corona und der Eindämmung. Ja, das ist auch mal ein interessantes Thema, zu dem ich selber leider gar nicht weiß. Ich bereite das für die nächste Folge vor. Wir machen jetzt so eine kleine Serie daraus, Corona Around the World. Ja, und ja, zum einen, dass man vielleicht einmal hervorhebt, dass Griechenland sich prächtig, sehr gut schlägt, dass, ja, Schweden, muss man sagen, das klappt nicht so. Das ist wohl ein schlechtes Modell. In Großbritannien wird ja vielfach auch
die negative Entwicklung jedenfalls unter anderem darauf zurückgeführt, dass da so die entscheidende Anfangszeit versäumt wurde, als der Herr Johnson hab heute noch glaubte, einen Artikel. Man könnte einfach da auch schön durchimmunisieren. Ja, ich habe heute noch einen Artikel gelesen, ich verlinke den, dass es jetzt eine Studie gibt zu dem Spiel Liverpool gegen, ich glaube, es war Atletico Madrid. Das war dieses Spiel am, ich glaube, 11.3. Sport.de. Das war dieses Spiel, wo dieses Video von dem Klopp rumging. Genau, 11.3. Da ging dieses Video von Klopp rum, wie der irgendwie so Fans am Stadion, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber da gibt es ja diese Gänge, wo dann diese Gladiatoren rein müssen. Man sieht, ich kenne mich mit Fußball sehr gut aus, wo die Spieler rein müssen. Und dann stehen da natürlich immer Fans und versuchen, die so abzuklatschen, ne? Und der Klopp hat die halt voll angemacht und meinte irgendwie so, ey, seid ihr bescheuert, ja? Hier irgendwie Handschlag und so. Und da gibt es jetzt eine Studie, oder soll es eine Studie gehen? Zur Qualität der Studie kann ich nichts sagen, weil ich hier nur ein, weil ich das jetzt hier nur ein, eine, das ist jetzt eine Zweit- Wie nennt man das? Eine Sekundärquelle. Da wäre er schon fast wieder gewesen, der Transmalformatismus. Und diese die Hörer Studie sagt, in diesem Moment, ja. Die Studie sagt, dass durch dieses Spiel könnten 41 Leute gestorben sein, die sich bei diesem Spiel mit Corona infiziert haben. Ja. Das ist so eine Analysefirma, die nennt sich Edge Health. Die wollen damit wahrscheinlich auch wieder irgendwas Tolles bewerben. Ja, also man muss da vorsichtig sein. Und die haben halt Daten ausgewertet von der NHS aus dem Großraum Liverpool, weil bei der Partie an der Anfield Road waren 52.000 Zuschauer anwesend, darunter rund 3.000 Fans aus Madrid. Dem Vernehmen nach traten die Todesfälle zwischen 25 und 35 Tage nach der Begegnung in Krankenhäusern rund um Liverpool auf. Tja. Ja. Ja, sehr bedauerlich. Und das waren die Zeiten, als man in Madrid noch Großdemonstrationen durchführte. Ja, das ist, ich finde den letzten Absatz sehr süß. Das ist wieder so ein richtiger Brinkhaus-Moment. Liverpools Bürgermeister Steve Rotherham hat längst eine Untersuchung der Umstände gefordert. Die Austragung des Spiels vor Fans bezeichnete der 58-Jährige in einem BBC-Interview als skandalös. Tja. Ja, jetzt verstehe ich nicht. Also, gut, ich kenne mich jetzt nicht mit den Zuständigkeiten in Großbritannien aus, aber wenn ein Fußballspiel in Liverpool stattfindet, sollte man meinen, dass der Bürgermeister von Liverpool möglicherweise da doch ein Wort mitzureden hat. Ob das vor Fans ausgetragen wird oder nicht. Es sei denn natürlich, der Bürgermeister heißt mit Vor- und Nachnamen Adolf Sauerland. Ja, der genehmigt alles. Das ist richtig. Okay. Aber nicht auf jemanden, der am Boden liegt, auch noch ein Prügeln. Das machen wir nicht. Jedenfalls den Blick schweifen lassend über Europa. Sieht man ja auch, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, sieht man auch große Länder wie Deutschland und Frankreich, die ja sich überlegt hatten, dass Corona für die Wirtschaft zahlreicher Staaten, insbesondere die Wirtschaft in Königreich Spanien und in Italien, aber auch in weiteren Ländern der Europäischen Union,
ja, letztlich in allen, aber dass viele Länder auch ganz besonderer Unterstützung bedürfen. Da jedenfalls haben sich also zwei sehr große Länder, Deutschland und Frankreich nämlich, überlegt, dass man vielleicht da doch mal etwas helfen sollte mit finanziellen Mitteln. Und kleine Länder, Österreich, die Niederlande, Dänemark, das vierte Land fällt mir jetzt gerade nicht ein, dass sehr wenig aufgeschlossen sich gegenüber dem geplanten Programm 500 Milliarden Euro EU-Wiederaufbaufonds einzuzahlen. Ja. Von diesen 500 Milliarden Euro würden rund 25% sollen von der Bundesrepublik Deutschland aufgebracht werden. Wie viel von Österreich mit seinem, die ich erkämpft wie ein Löwe gegen dieses Programm, dem Sebastian, wie viel von Österreich aufgebracht werden sollen, ist so unbekannt, wahrscheinlich nicht so viel. Ja. Und ja, das läuft gerade. Und da gibt es eben dann diese kleinen Staaten, wie zum Beispiel Österreich, die sagen, na, das muss ein Kredit sein. Das kann man nicht so einfach dahin geben. Und das ist, ja, ich habe mich noch nicht so intensiv damit befasst, aber müssen wir mal es sieht so aus, als, ja, genau, jedenfalls sollte man sich vielleicht schon mal überlegen, ob das wirklich sinnvoll wäre, Staaten, die ohnehin schon unter einer sehr hohen Verschuldung ächzen, denen mit weiteren Krediten zu begegnen. Das wäre wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Ja, das aber nur als Exkurs, wo wir gerade den Blick so über Europa schweifen ließen. Ja. Es gibt tatsächlich Staaten, die kommen besser damit zurecht. Es gibt Staaten, die kommen schlechter damit zurecht. Es gibt Staaten, die kommen schlechter damit zurecht und haben das nicht selber verbockt. Und es gibt Staaten, die kommen schlechter damit zurecht. Und man würde wohl sagen, die haben es eher selber verbockt. Und ja. Ja. Ein Land, das auch sehr gut mit der Corona-Geschichte klarkommt, ist übrigens Tschechien. Tschechien erwähne ich deswegen, weil Tschechien ja relativ früh eine Maskenpflicht eingeführt hat. Ja. Ja. Das war noch im März, müsste ich jetzt noch mal genau raussuchen, das Datum, aber die Tschechen waren da ziemlich knallhart. Und siehe da, Tschechien hat 8.955 Infizierte, 315 Tote und eine per capita, also pro 100.000 Einwohner, 2,96 Tote, also 3. Und das finde ich deswegen so interessant, weil sich Tschechien gut mit Schweden vergleichen lässt. Wer kennt den Ausspruch nicht? Tschechien, das Schweden Osteuropas. Ja, oder umgekehrt, ne? Die Tschechische Republik von Skandinavien. Ja, ja, genau. Also, ja, okay, der musste leider sein. Ist, ja, ich meine, beide Länder haben in ihrer Flagge blau. Ja, also ich meine. Sprachlich das, auch sehr nah beieinander. Sprachlich ist Tschechisch und Schwedisch so, dass sich eigentlich beide Länder ohne Probleme miteinander. Ja, man sagt ja auch, ne? Kannst du Schwedisch, kannst du Tschechisch. Genau, wer kennt es nicht? Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Tschechien hat 10,6 Millionen Einwohner bei einer Einwohnerzahl von 134 Einwohner pro Quadratkilometer. Schweden hat 10,3 Millionen Einwohner, also 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner weniger als Tschechien. Bei, und jetzt kann ich endlich mal alter Schwede sagen, Schweden hat eine Fläche von 447.000 Quadratkilometern im Vergleich zu den schnuckeligen 78.000 Quadratkilometern Tschechiens. Und Schweden hat deswegen nur 23 Einwohnerinnen und Einwohner pro Quadratkilometer, also ein Fünftel dessen, was die Tschechen an den Start bringen. Und vor dem Hintergrund ist es tatsächlich sehr bemerkenswert, dass Schweden, die fast 40, jetzt darf ich nicht lügen, die fast 40 Toten
pro, ja, 39,26, 39 Tote pro 100.000 Einwohner und die Tschechen halt mit 2,96, also mit 3 Toten pro 100.000 Einwohner. Das sind 1000%, nee, das sind sogar mehr als 1000%. Es sind so viel Prozent mehr, dass Christopher nicht in der Lage ist, es auszurechnen und anfängt von sich in der dritten Person zu sprechen. Das ist gar nicht mehr in deinem Zahlenraum, gar nicht mehr in dem Zahl. Christopher rechnet sicher im Zahlenraum bis 1000, aber dann ist auch Ende. Aber dann ist weg, genau. Ja, also dieses Corona-Thema und wie einzelne Länder damit klarkommen, es wird immer interessanter, je länger man sich damit beschäftigt. Und vor allen Dingen ist auf der Metaebene, wie gesagt, sehr interessant, über welche Länder man hier viel erfährt. Schweden hört man ja die ganze Zeit. Ja. Ist das schwedische Modell nicht vielleicht bla bla bla? Wie geil, dass die Tschechen hinbekommen, wie geil, dass die Griechen hinbekommen. Wir wiederholen uns. So, das wären die Themen gewesen, die ich heute ansprechen wollte. Ja. Du hattest aber auch noch was. Ja, das wäre jetzt wahrscheinlich, ich möchte nur noch kurz darauf hinweisen, dass man sich das auch mal so gedanklich überlegt, was es für Sachen gibt. Ich war gedanklich nicht drauf gekommen, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Thema Glaubensprüfung bei Konvertiten im Asylverfahren. Das klingt zunächst von der, wenn man das so aneinandergereiht hört, klingt das so ein bisschen, ja, klingt fast ein bisschen komisch und absurd, ist aber gar nicht komisch, sondern eine eingehende Befassung unseres höchsten deutschen Gerichts mit der Frage, wie geht man denn eigentlich um mit Menschen, die aus einer Region kommen, hier Asyl beantragen und ja, in der Region, aus der sie kommen, gibt es also eine als herrschende Religion eine andere, zum Beispiel den Islam, die dann konvertiert sind, zum Beispiel zum Katholizismus. Das ist wohl ein Phänomen, dass man bei Staatsbürgern des Iran, wenn ich das richtig sehe, die nach Deutschland kommen, dass die sehr häufig zum Christentum konvertieren. Oder das heißt sehr häufig, das ist jedenfalls. Ich wollte es gerade sagen, gibt es Zahlen? Es gibt Fälle, die einige Fälle, sagen wir mal. Ich habe keine Zahlen, nein. Jedenfalls die zum Christentum konvertiert sind und sich taufen lassen. Das komme, heißt es nicht selten vor, was immer das wiederum heißt. Und das BAMF hat sogar gesagt, dass der Asylgrund, konvertiert zu sein und deshalb verfolgt zu werden, von Antragstellern aus dem Iran besonders häufig geltend gemacht werde. Und das sind alles sehr wenig belastbare Zahlen oder gar keine, noch nicht mal Zahlen. Ja. Und in Rheinland-Pfalz war das oder in Baden-Württemberg, glaube ich eher. Das hat dann, haben dort die Ausländerbehörden, haben das also massiv hinterfragt, mehr oder weniger massiv hinterfragt, ob da denn jetzt jemand wirklich und echt den Herrgott gefunden hat oder ob er den quasi nur taktisch gefunden hat. Aber gab es nicht mal so einen Fall auch in Deutschland oder war das in Österreich, wo dann der Grund war, also so sinngemäß, ja, ich bin jetzt aus Syrien, dem islamischen Staat, dem Irak oder dem Iran geflüchtet, weil ich homosexuell bin. Und dann haben sie irgendwie versucht herauszufinden, wie homosexuell sie tatsächlich sind. Und dann hieß es am Ende, sie sind nicht homosexuell oder so. Also die gehen da wirklich, die machen da schon auch teilweise komische Dinge, diese Behörden, um dann zu überprüfen,
ob das denn stimmt, was die Leute da sagen, oder? Ja, und so auch hier, da wird, wird also von einigen befürwortet, so eine Art Religionstest, das dann, ja, dann wird so eine Art Quiz gemacht. Bist du ein guter Christ? Bist du wirklich Christ? Und gegebenenfalls dann noch in der Zusatzausprägung, und wenn ja, ein guter, so eine Art Glaubensprüfung wurde erwogen. Gut, und das Bundesverfassungsgericht, das hat jetzt gesagt, klar kann man da, muss man sozusagen nicht jeden Quatsch von vornherein glauben, aber auch die Prüfung hat recht enge Grenzen, die Nachprüfung. Also man darf da nicht so weit reingehen, zu schauen, ob da jemand jetzt wirklich ob das jetzt ein echter Christ ist oder nicht. Ja. Also ja, ich fand es deshalb interessant, weil das Recht hier Antworten zu geben versucht auf praktische Gestaltung. Nämlich eben diese, gibt es eine rechtliche Möglichkeit zu gucken, ob sich da jetzt jemand einfach nur, ob sich jemand einfach nur so aus taktischen Gründen hat taufen lassen, oder ob es ein wahrer Glaube ist. Krass, finde ich irgendwie, ja, was. Ist das so wie diese Leute, wo dann überprüft wird, ob sie nur eine Scheinehe führen? Ja, das ist auch ja. So. Das sind so, wo so Dinge des Lebens dann versucht wird, die total. Ich finde das immer so bemerkenswert, weil ich mir immer so denke. Innere Tatsachen. Ne? Ja, weil wo ich mir immer denke, boah, was die für eine Zeit und haben, ja, sowas zu überprüfen, was sie für einen Aufwand betreiben. Und wie viel effizienter es für alle Beteiligten wäre, wenn diese Leute, die dann überprüfen, ob man tatsächlich in echt verheiratet ist, ob man tatsächlich homosexuell ist, ob man tatsächlich Christ ist, wenn die einfach Steuerhinterzieher jagen würden und damit dann was Sinnvolles täten. Ich greife hier einer Bewertung vorweg. Ja, und also ich kann auch noch gar nicht genau sagen, irgendwas fasziniert mich daran, das kommt ja manchmal vor, ohne dass ich ganz genau sagen kann, was. Diese Parallele zum Thema Scheinehe ist es in der Tat auch. Das ist auch so eine verwandte Thematik, dass da jemand schaut, seid ihr denn, ihr seid zwar verheiratet, aber seid ihr wirklich verheiratet? Und ja, bist zwar, wann hatten sie denn das letzte Mal Sex mit ihrer Frau? Wo steht, ja, und worauf steht die denn so? Zeigen sie doch mal an der Puppe. Die ersten 3-4 Moves. Und, und dann muss die Frau das in getrennten Interview, muss sie das auch zeigen. Und ja, also man sagt, ja, Mensch, hier, und dann hat jetzt das Bundesverfassungsgericht hat also recht fein ausziseliert, ganz anständig ausziseliert, fein ziselierte Vorgaben gemacht, wo man dann noch ein bisschen prüfen darf und wo also eine Prüfung überhaupt nicht in Betracht kommt. Und man muss nicht alles glauben, aber man muss wohl vieles glauben, auch wenn man jetzt Anhaltspunkte für Oberflächlichkeit, Missbräuchlichkeit oder einen taktischen Übertritt zum Christentum habe, muss man da einiges hinnehmen. Ja, also vielleicht ist es auch das, wo man sich sagt, also ja klar, der Staat sollte sich nicht verarschen lassen, aber ja, manche Sachen muss man vielleicht auch mal einfach hinnehmen. Und ich glaube auch, ich weiß gar nicht, in welchen Fällen diese Frage der Scheinehe besonders relevant wird. Also, oder besonders relevant wird sie gerade bei aufenthaltsrechtlichen Konstellationen, wo dann eine Ehe eingegangen worden ist, damit der Ehepartner, die Ehepartnerin den Aufenthalt in Deutschland gewährt bekommt. Ich weiß gar nicht, in welchen anderen Fällen das noch hinterfragt wird, ob sich da irgendwie besonders viele Leute
sollte man eigentlich immer machen. Also besonders viele Leute eigentlich Scheinehen eingehen. Dass man, fürs also, Ehegattensplitting. Fürs Ehegattensplitting, genau. Das sollte man doch eigentlich mal... Es müsste doch eigentlich ein sehr lukratives Geschäftsmodell sein, dass sich so einkommenslose Männer und einkommenslose Frauen bieten sich einfach Susanne Klatten an. Für unverheiratete. Ja, ich glaube, das Ehegattensplitting, das, also ich glaube, Susanne Klatten, da hilft auch dieses Ehegattensplitting nicht, den Spitzensteuersatz. Ja, nee, anders. Nö. Susanne Klatten braucht kein Ehegattensplitting, weil das sowieso bezahlt alles durch... Bezahlt ja keine Steuern, Schachtelgesellschaften. Durch Schachtelgesellschaften, das braucht die. Aber für den Normalverbraucher wäre es doch eigentlich eine lukrative Industrie. Wäre ein Markt, ne? Vielleicht sollten wir mal so eine Online-Plattform machen. Ja, könnten die Parship nennen. Ja, oder ähnlich. Aber statt der S benutzen wir so Dollarzeichen. Damit du klar hast, worum es geht. Schade, dass kein E drin ist, sonst könnten wir noch so ein Eurozeichen nehmen. Ja. Und ja, jedenfalls. Also wir bieten geldkotzende Emoji. Gut, also das Corporate Design steht. Jedenfalls sollte man sich mal überlegen, ob es wäre interessant zu wissen, ob jetzt die vermeintliche Scheinehe, also die Scheinehenprävention genauso intensiv betrieben wird, da auf dem Feld der Steuerhinterziehung ist es ja dann, wie auf dem Feld des Asylrechts. Ich vermute, die Antwort ist nein. Deshalb kann man nicht empfehlen, weil es eine systematische Beihilfe zur Steuerhinterziehung, systematisch im Sinne von, also eine großflächige Beihilfe zur Steuerhinterziehung wäre, wenn man so Organisationen bildet, die sich eine Organisationsform, die sich einfach darauf spezialisiert, möglichst einkommenslose Menschen mit gut und besser und Hochverdienern zusammenzuführen, die dann einfach das Ehegattensplitting genießen. Das heißt also, ja, da wird ja dann einfach die Knete zusammengezählt und auf die zusammengezählt Knete der Steuersatz des jeweils, dann wird durch zwei geteilt und dann zahlt jeder dann da seinen Steuersatz drauf. Ja. Das ist natürlich wesentlich günstiger, wenn man zweimal 50.000 Euro versteuert, als wenn man einmal 100.000 Euro versteuert. Das ist so ziemlich genau die Einkommenskonstellation, in der das Splitting einem so richtig was Gutes besorgt. Ich glaube so bei 70.000 Euro oder so. Ja. Zweimal 35.000. So, ja, jedenfalls, also eine Organisation, mittellose, heiraten gegen ein kleines Entgelt, GutverdienerInnen. Ja, warum machen wir das nicht schon längst? Und dann die Organisation kassiert halt so 2% Provision. Ja, also ich glaube, dass... nachher greifen die da irgend so einen Paragraphen, der zum letzten Mal, weiß ich nicht, 1893 angewendet worden ist, aus dem Reich, als das noch, weiß ich nicht, Reichsstrafgesetzbuch hieß oder irgendwie so. Und da gibt es bestimmt irgendwie so einen Paragraphen, der verwandt ist mit dem Kuppelei-Paragraphen oder so. Was ich noch sagen wollte, war, zum EuGH habe ich, zum EuGH sage ich schon, zu diesen Homosexualitätstests habe ich tatsächlich eine Meldung aus dem Jahr 2018 von der Tagesschau gefunden, dass der EuGH dazu entschieden hat, dass diese nicht durchgeführt werden dürfen. Die sind verboten. Ja. Auch nochmal ganz interessant, da ist natürlich wahrscheinlich die Praxis in der Anwendung ein bisschen komplizierter, weil da, weiß ich nicht, Kreti und Pleti sagen, dann geh doch wieder vor den EuGH und lass das feststellen, wir haben Zeit. Ja, aber wir waren ja eigentlich bei dem Thema, dass du noch sagen wolltest, was das Verfassungsgericht zu diesen Religionstests bei Asylbewerbern gesagt hat. Ja, das ist schon abgeschlossen. Also Religionstests gab es da nicht. Das wird von einigen
muss ich sagen, ein bisschen absurden Denkern befürwortet, aber darum ging es gar nicht. Es ging um die Prüfungstiefe, die das der Verwaltungsgerichtshof VGH Mannheim war das, glaube ich. Die Prüfungstiefe, die die angewandt hatten, die wurde in Zweifel gezogen und das Bundesverfassungsgericht hat auch wohl gesagt, ihr habt ein bisschen zu tief geprüft und zu intensiv hinterfragt, aber ein bisschen fragen dürft ihr schon. Ja, das war nur der Punkt, dass ja, Sachen, also für mich war das so ein bisschen Mann, was nicht all gibt. Ja, ich glaube, beim Thema Religion ist es ja nochmal so besonders bizarr, weil, also ich kann jetzt nur aus der Perspektive eines Menschen reden, der früher mal sehr religiös war, der auch eine sehr religiöse Sozialisation hinter sich hat und dann irgendwann so die Kurve gekriegt hat. Und ja, Religion ist schon etwas sehr Privates. Es ist von außen betrachtet tatsächlich etwas sehr Ausgedachtes. Es ist als, sag ich mal, aufgeklärter Mensch, ist es oft schwierig, gegenüber religiösen Menschen, egal welcher Religion, tolerant zu sein. Und zwar nicht, weil irgendwelche Religionen kompletten Quatsch fordern würden, sondern weil die in der Praxis der Religionsausübung dann doch Blüten treiben, die irgendwie mit einem aufgeklärten Menschenbild und einem Bild von einer aufgeklärten Gesellschaft halt nicht mehr viel zu tun haben. Ich zitiere da immer den großen Denker, den großen deutschen Denker Roberto Blanco, der mal in einer Talkshow, in der wir gemeinsam saßen, sagte: Ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an sein Bodenpersonal. Und das fasst es halt einfach echt. Ein bisschen Spaß muss sein. Ja, das fasst es gut zusammen. Und wir haben ja hier schon mehrfach darüber geredet, dass auch zum Beispiel insbesondere die katholische Kirche ja eine Institution zu sein scheint, deren zuvorderster Zweck es vor allem zu sein scheint, Leute, die diese Institution dazu nutzen, quasi im geschäftsmäßigen Maßstab Kinder zu missbrauchen, auch weiter zu schützen. Ja? Und dann möchte man halt auch irgendwann nicht mehr Teil von so etwas sein, wobei an mir der Kelch da ja, obwohl ich 10 Jahre lang Messdiener war, zum Glück vorbei gegangen ist. Also vor diesem Hintergrund, dass die Religionsausübung etwas sehr Privates ist, aber auch etwas sehr Bizarres sein kann, etwas ist, was die Menschen, ob sie jetzt religiös sind oder nicht, immer sehr stark bewegt, dass man das jetzt als Schnur nimmt für ein Asylverfahren, wenn die, sag ich mal, humanistische Argumentation ja irgendwie wäre, also bevor wir jetzt hier diesem Menschen irgendwie Asyl gewähren, müssen wir doch mal gucken, ob wir dem nicht irgendwie einen wie auch immer gearteten Aufenthaltstitel hier besorgen können. Also, dass man nicht versucht zu ergründen, warum wollen diese Menschen denn nicht mehr im, weiß ich nicht, Iran leben oder ja, Irak. Und ich glaube, das ist ja, also es gibt ganz sicher da Missbrauchsfälle. Das ist ja gar keine Frage, dass sich da irgendwelche Menschen einfach falsche Tatsachen vorspiegeln. Ja. Klar, die gibt es halt überall, wo es Tatsachen gibt. Ja. Wenn man allerdings hier auch mal das Risiko betrachtet, dass da Menschen sind, die nach einer womöglich ganz schwierigen geistigen und intellektuellen Reise zu dem Ergebnis gekommen sind, dass jetzt die Religion ihrer Vorfahren unbedingt verlassen müssen und sich den Versprechungen des Christentums anheimstellen wollen. Ja. So eine Vita, wo dann, also
ja, nach Tausenden von Glaubenskonflikten endlich die Entscheidung getroffen wurde, jetzt katholisch oder evangelisch zu werden. Und die stehen dann irgendwo im Amt und da sagt jemand, ich glaube, du bist immer noch Moslem. Und das ist natürlich schon eine krasse, krasse Nummer. Also das Bundesverfassungsgericht scheint da die Linie zu verfolgen, dass man da zum einen den Kirchen, den Religionsgemeinschaften es überlässt, wen sie aufnehmen. Das heißt also, wenn da sich eine Kirche bereit findet, jemanden zu taufen, dann müssen die Gerichte diese Religionszugehörigkeit akzeptieren, ohne das weiter hinterfragen zu dürfen. Und dann dürfen die Gerichte sich noch mit der Frage befassen, ob denn diese neue Religionszugehörigkeit dazu führt, dass jemand in seinem Herkunftsland verfolgt wird. Das dürfen dann die Gerichte prüfen. Wahrscheinlich werden sich dann da irgendwelche reaktionären Richter werden da schon einen Weg finden, wie sie dann da doch am Ende des Tages prüfen, ob das wirklich ein guter Christ ist. Und der Maßstab für guter Christ wird man dann wahrscheinlich selber sein. Ja, Ralf Brinkhaus, auch ein guter Christ. Ja, ja. Soweit dazu. Ja. Noch Themen? Es gibt noch Themen. Ja, wir haben natürlich viele, viele Themen. Aber wir haben auch schon 1:47 gepodcastet. Und das sind schon 17 Minuten länger, als du heute eigentlich podcasten wolltest. Ja, wir wollten eigentlich, ein guter Podcast dauert 90 Minuten, aber ein guter Podcast dauert 107 Minuten. Ja. In diesem Fall. In diesem Fall. Nee, also deswegen würde ich sagen, bevor wir jetzt anfangen, über die letzte Rick and Morty-Folge zu diskutieren. Ich würde ja, glaube ich, unheimlich gerne auch einen Podcast über Film und Fernsehen irgendwie machen. Da muss man nicht so viel recherchieren, sondern kann sich einfach hinsetzen und direkt sagen, wie man es findet. Ja, was hat dich denn Film- und Fernsehmäßig zuletzt sehr beeindruckt? Boah, gute Frage. Ich guck mal gerade. Ja, von wegen nicht vorbereiten damals, ne? Ich guck mal gerade. Ja, du zeigst mir dann immer, du hältst mir den Spiegel vor, Ulrich. Du legst den Finger in die Wunde. Ich war halt mit dieser Frage, war ich nicht, habe ich nicht gerechnet. Und war ich nicht Paroli, würde man, glaube ich, als genau, Apropismus sagen. War ich nicht Paroli. Ich hab mir einen Film angeguckt vor kurzem, weil es den bei iTunes für 3,99 gab. Forbidden Planet. Der heißt auf Deutsch Alarm im Weltall. Den fand ich deswegen ganz interessant, weil da dieser Film ist aus 1953 und da spielt der junge Leslie Nielsen mit. Ui. In einer ganz ernsten Rolle. Das wissen ja nur sehr wenige Leute. Das ist natürlich vollkommener Quatsch, aber ich will natürlich hier nochmal mit meinem Film-Nerd-Wissen ein bisschen angeben. Aber Leslie Nielsen hatte ja bis zu dem Film die Reise mit einem verrückten Flugzeug im Original Airplane. Hatte einer der besten Filme aller Zeiten, by the way. Der einer der besten Filme aller Zeiten ist. Das stimmt wirklich alles. Da hatte er, das war seine erste lustige Rolle. Und bis dahin hatte Leslie Nielsen nur ernste Rollen. Und Leslie Nielsen hat im Grunde genommen hat zum Ende hin eine nochmal so eine Filmkarriere gemacht wie Bill Nighy, der ja auch erst mit 63 so richtig durchgestartet ist durch den Film Love Actually. Und Alarm im Weltall, also ein guter Film, ist deswegen ganz interessant, weil ich mir beim Gucken so gedacht habe, Mensch, der Gene Roddenberry und die ganzen Leute, die dann später Star Trek produziert haben, die haben sich da aber mal so einiges bei so einigen Sachen bedient.
So. Und ja, gut. Alarm im Weltall war ein guter Film. Ich habe mir jetzt Jojo Rabbit gekauft. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Ja. Taika Waititi als Adolf Hitler, was will man mehr? Ja, das ist sehr schön. Ich schaue gerade mir einige. Ich sehe gerade ein Foto aus Airplane, eine Szenenaufnahme, wo die auf Autopilot geschaltet haben. Ja, ja, ja. Wer den Film gesehen hat, weiß, das ist die berühmte das ist Szene. Ordentlicher Torte ins Gesicht Humor at its best. Ja, wie frei die Vereinigten Staaten sich da auch noch geben in dem, was sie tun. Ja. Und wie, ja. Sehr schön. Ja, wir leben in verrückten Zeiten. Ich habe den Soylent Green habe ich am Wochenende geguckt. Den Film gab es jetzt auch für 3,99 auf iTunes. Ihr seht, da gibt's ein Muster. Aber ich sag ja, diese 3,99 Filme auf iTunes, die sind echt, die treiben mich in den Ruin. Aber das ist halt auch so geil, weil du kannst dir dann auf allen Geräten gucken. Man muss nur aufpassen, bei vielen Filmen gibt es manchmal keine englische Synchronspur. Ja, das ist wichtig. Das ist sehr nervig. Aber ansonsten, was ich bei Soylent Green Film aus dem Jahr 1973 sehr witzig fand, war, ich meine, Soylent Green, wir wissen alle, das ist keine Komödie, aber was ich sehr witzig fand, war tatsächlich, der Film spielt wurde 73 gedreht und er spielt im Jahr 2022, also übernächstes Jahr. Ja. Und es spielt im vollkommen überbevölkerten New York. Das war, glaube ich, in den 70er Jahren so ein Schreckensszenario, dass wenn wir auf einmal eine Erde haben, auf der, weiß ich nicht, 8 Milliarden Menschen leben. Ja, das waren die Berechnungen des Club of Rome, die da dem Soylent Green zugrunde lagen. Ja, und was ich geil fand, war, dass es dann dort auch hieß, dass es aufgrund des Treibhauseffektes so heiß ist und deswegen ist deswegen keine Sachen mehr ordentlich wachsen. Das fand ich eigentlich so am bemerkenswertesten an dem Film. Also weniger, dass sie dann da am Ende. Ich kann den Film jetzt nicht spoilern. Also ich meine, wahrscheinlich weiß jeder, was der Plotpoint von Soylent Green ist. Das fand ich dann am Ende auch gar nicht so shocking. Wahrscheinlich auch, weil ich es wusste. Aber ich muss sagen, die Art und Weise, wie dort, wie das alles dort so dargestellt wird, die ist schon sehr stimmig. Also ich sag mal, so vom Set-Design her und so ist das natürlich alles so ein bisschen B-Movie-mäßig. Aber Charlton Heston. Ja, das kostet ja auch nur 3,99 €. Genau, Charlton Heston spielt diesen Polizisten, den er dort spielt, außerordentlich gut. Ist auch gar nicht mehr so ein richtiger Polizist, sondern so ein halber Einbrecher. Er ermittelt dann bei reichen Leuten. Und als allererstes nimmt er dann so ein Riesenstück Rindfleisch aus dem Kühlschrank mit. Das ist, glaube ich, das ist das erste und einzige. Eine Aneinanderreihung von Szenen jetzt gerade. Das ist das erste und einzige Stück Rindfleisch, was er wohl dann jemals in seinem Leben gegessen hat oder so. Ja, ja, ja. Das ja, waren das. Ich muss so einen Filmpodcast machen. Ja. So. Ja, läuft. Als nächstes läuft. Filmpost. Als nächstes. Postcard. Ja, BGH Podcast. Zu Dieselautos. Es gibt vieles, was gelaufen ist. Ja, und wir müssen drüber reden, aber nicht mehr heute, weil sonst dauert es einfach zu lange. Dann hören das die Leute nicht mehr. Ja, das ist richtig. Ja, und wir können nicht mehr. Na, wir können, nicht noch wir, lange, aber meine, wir können weil natürlich es immer. Es fasert etwas aus. Und heute war ein bisschen faserig. Ne? Wir haben sehr viel, wie sagen wir immer, intelligent assoziiert. Ja, frei. Frei. Wer ist dieser Assoziation? Dann, warum soll er vorschlagen werden? Traditionell moderierst du ja immer so schön ab.
Ja, achso, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, es war mir auch heute wieder eine Freude, dass ihr eingeschaltet habt zu Lauer und Wehner, Deutschlands besten Wirtschaftswissenschaften. Was hatten wir heute noch? Linguistik. Linguistik und Filmpodcast. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dem Ulrich. Wir haben das zusammen aufgenommen, auch wenn wir getrennt sind voneinander. Wir haben uns auch seit Wochen nicht mehr gesehen, Ulrich, oder? Das ist richtig. Das ist, wie lange ist das jetzt bestimmt? Wir erkennen uns gar nicht mehr, wenn wir uns demnächst sehen. Es gibt so vielleicht haben wir uns kürzlich schon gesehen. Es gibt dann auch so tragische Wiedervereinigungsszenen, wie so nord- und südkoreanische Verwandte, die irgendwie nach 50 Jahren sich zum ersten Mal wieder sehen dürfen oder ja, so. Ja. Ja, also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch dieser Podcast genauso gut gefallen hat wie mir, dann geht doch einfach auf die Webseite und informiert euch mal, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt. Uns beiden würdet ihr damit eine sehr große Freude machen. Und empfehlt uns weiter. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Lauer und Wehner, der Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Macht's gut. Tschüss. So sei es. Tschüss.